bin aber auch Maßnahmengegner. Gut, jeder hat eine andere Meinung. Aber die Frage ist doch auch, warum engagierte Gruppen immer Minderheiten sind. Warum eigentlich? Tierschützer, Umweltschützer, Anti-Atom-Gegner, Antifaschisten, alles Minderheiten hier in diesem Land. Warum eigentlich? Ja. Ich denke, ja, ich möchte da Edward Snowden zitieren, der gesagt hat, eine Demokratie ist nicht, dass wir irgendwelchen Politikern trauen, vertrauen und unser Kreuz machen alle paar Jahre, sondern eine Demokratie ist da, wo wir uns engagieren. Und da, ja, da möchte ich euch auffordern, lasst uns engagieren. Es ist Zeit, in die Ortsgruppen zu gehen, Vereine zu bilden, Parteien zu gründen und dafür zu sorgen, also meiner Meinung nach, dass die AfD nicht in der Bundestagswahl eine Stimmenmehrheit kriegt oder noch mehr Stimmen kriegt. Da bin ich dagegen. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Genau, und das ist auch, wenn ich mir die anderen Parteien angucke, ist es auch nicht viel besser. Die Krieg führen, CDU, dieser ganze Neokapitalismus, der sollte jetzt endlich ein Ende haben, weil wir für unsere Enkel und unsere Kinder eine bessere Welt wünschen. Und zwar eine Welt mit weniger Umweltzerstörung, mit diesem scheiß Plastik im Meer, mit den Atomkraftwerken. Wir wissen überhaupt nicht, wohin mit diesem ganzen Müll, den wir produzieren. Guten Abend, mein Name ist Detlef Uhling-Alas. Ich sitze im Stadtrat der Stadt Wunsdorf. Und bin der Einzige aus der Politik, der sich hier traut aufzutreten. Die Partei werde ich jetzt nicht nennen, die wurde eben diffamiert von der Vorrednerin. Die einzige Partei, die sich wirklich für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland einsetzt. Auch in Wunsdorf. So, und ich hoffe, ihr habt alle mal den Stadtanzeiger gelesen vom Wochenende. Wenn nicht, nehme ich euch das nicht böse. Aber es ist angedacht, die ganzen Sitzungen der Ortsräte und der Ausschüsse in Videokonferenz stattfinden zu lassen. Es gibt eine Einwohnerfragestunde, die kaum jemand wahrgenommen hat. Die fällt damit raus. Normalerweise hattet ihr immer das Recht, reinzukommen in die Sitzung und die Einwohnerfragestunde wahrzunehmen. Die fällt dann weg. Und das möchte ich bemängeln. Das ist ein Wegfall der Demokratie. Und ich werde auch den Bürgermeister daraufhin anzählen. Es finden also nur noch öffentliche Sitzungen statt für den Stadtrat in Planung. Verwaltungsausschuss ist sowieso inoffiziell, da könnt ihr eh nichts dran ändern. Aber es ist ein Mangel der Demokratie und der Souverän ist eben der Bürger und nicht der Bürgermeister. Darauf wollte ich mal hinweisen. Dankeschön, das war's schon. Denken. Und sonst möchte ich euch nur ein lesenswertes Buch vorstellen. Es heißt Angst und Macht von Rainer Mausfeld und es geht über Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien. Es ist wirklich sehr lesenswert und es ja, und ihr werdet aufwachen dabei, denn all das, da steht da drin, was hier jetzt passiert. Allerdings wird es einem auch ganz schwummerig. Dankeschön. Ach, Leute. Hast du schön gesagt. They're trying to pull a man from a baby boy.